Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Mir geht das Mana aus. Wundert mich auch nicht wirklich. So, jetzt aber. Her mit dem Licht. Wir stehen vor dem Tor des Endgegners und wir werden es jetzt aufmachen. Nicht zu plündern. Ich hatte ja gehofft, dass Xardas irgendwo hier ist, aber von ihm fehlte bisher jede Spur. Kadar, öffne dich. Oh. Und da steht er, ne? Da steht er. Nein, da steht gar nichts. Jetzt habe ich gedacht, da steht schon der Drachen. Alter. Das für eine komische Statue. Ich zücke lieber mal die Waffe, nicht, dass uns hier jetzt noch irgendwas überraschen will. Aber es schaut gut aus. Die Treppen sind auch leicht. Und da vorne steht er. Boah, man sieht das echt nicht gut, ne? Sogar für mich ist das hier recht dunkel. Aber da steht er. Unser Endgegner. Ein großer Drache. Ein großer Drache. Und wir werden jetzt uns sofort umrüsten. Das habe ich jetzt leider Gottes nicht gemacht. Ja, weil ich ein Profi bin. Das Erste, was wir brauchen, ist wie immer unser liebes Auge Innos. Damit wir mit dem blöden Todel da quatschen können. Magieschutz brauchen wir nicht, aber dafür Feuerschutz. Des Weiteren auch hier. Magieschutz brauchen wir nicht, wir brauchen Feuerschutz. So. Alles, was uns helfen kann, uns zu schützen vor diesem Ungetüm davon. Ich hatte ja immer noch die leise Hoffnung, dass wir auf Xardas treffen werden. Aber dem ist wohl nicht so. Ich werde auch nicht drum rumkommen, dass wir hier ein paar Helferlein uns beschwören. Ist da gerade ein Ork gewesen? Mir kam vor, ich habe gerade einen Ork gehört. So. Also. Gut, ne? Den Bord ist wurscht. Können wir lassen dabei. Beschwören können wir ansonsten eh nichts. Mittlere, ich werde schon schwere Wunden, werde ich noch da machen. Auf Platz 9. Also ich werde gleich mal den 6er aktivieren. Speichere das noch einmal, dass wir ein bisschen Zeit sparen. Weil ich werde wahrscheinlich ein paar Versuche jetzt brauchen. Und wir gehen es an. Untoter Drache. Nun hast du es also geschafft, mich zu finden. Allzu lange warte ich nun schon auf deine Ankunft. Komm schon. Tu doch nicht so, als hättest du das geplant. Was weißt du denn schon von meinen Absichten? Habe ich dir nicht die Suchenden geschickt, um dich auf meine Fährte zu locken? Habe ich nicht die Zeichen meiner Existenz so sichtbar hinterlassen, dass du mich gar nicht verfehlen konntest? Haben die Dracheneier etwa nicht dazu beigetragen, dich zu rüsten, um zu mir zu gelangen? So sehr du dich auch abwenden und finden magst, du wirst das alles nicht leugnen können. Es gibt nur eine Sache, die nicht vorherbestimmt war. Du hast einen meiner Diener vernichtet. Er war dazu auserwählt, die Klaue zu tragen. Wie ich sehe, trägst du sie jetzt. Für diesen Frevel wirst du sterben. Nö, wieso? Belia hat ja nichts dagegen. Wer bist du? Wer bist du? Haha, das fragst du noch. Kehre in dich, du Narr. Du weißt, wer ich bin. Ich trage keinen Namen. So wie du keinen Namen trägst. Ich erhalte die göttliche Kraft von meinem Schöpfer. So wie du die Kraft deines Gottes in dir trägst. Mein Schicksal ist die Zerstörung der Welt. So wie auch deine Hand den sicheren Tod bringt, Drachenjäger. Spürst du nicht das Band, das uns verbindet? Ja, du weißt, wer ich bin. Nein, das kann nicht sein. Xardas hat immer gesagt... Xardas ist schwach und keine Bedrohung für mich. Nur du allein bist würdig, mir entgegenzutreten. So steht es geschrieben. Die Zeit ist gekommen, dein Schicksal zu akzeptieren. Na, großartig. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Die mir verliehene Göttlichkeit wird mich beflügeln, die Welt im Strom der Gewalt zu ertränken.
Erst wenn die letzte Festung der Rechtschaffenden gefallen ist, werde ich ruhen. Ja, großartig. In welchem Auftrag führst du deine Schergen in den Krieg gegen die Menschen? In wessen Auftrag führst du deine Schergen in den Krieg gegen die Menschen? Mein Gebieter ist der Herr der Nacht. Du kennst ihn. Du kannst seinen Ruf hören. In seinem Namen werden meine Heerscharen sich aus der Erde erheben und die Welt in Dunkelheit hüllen. Hui, na dann. Genug der Worte. Genug der Worte. Ich werde dich dorthin zurückjagen, wo du ungetüm entkrochen bist. Du bist noch nicht bereit, mich zu besiegen. Nur noch ein kurzer Moment und ich habe mein Ziel erreicht. Glaubst du tatsächlich, du könntest mich mit der Klaue verletzen? Deine Gebeine werden mir dienen, um der Welt den Atem des Todes zu bringen. Wir können ihn nicht verletzen? Dann habe ich ein Problem. Weil dann, wo ist mein Dämon hin? Hat das nicht geklappt? Beschworener Dämon. Müsste eigentlich geklappt haben. Warum greift er nicht an? Na gut, das ist aber komisch. Jetzt will ich das echt wissen. Tatsächlich. Die Klaue kann ihm nichts anhaben. Und wir sterben da. Okay. Jetzt ist die Frage, ob wir die Flucht ergreifen müssen. Ich nehme schon an, dass wir nach dem... Ja, ist schon gut. Dass wir nach dem Gespräch hier die Flucht einfach ergreifen müssen. Mir kommt schon irgendwie das bekannt vor. Ich glaube schon, dass das so war. Und dann kriegen wir, glaube ich, Verstärkung. Wurscht, ich nehme auch meine Fackel mit. Ich werde dann so schnell ich kann weglaufen. Ja, nimm die Beine in die Hand, Schnucki, ne? So auf die Art. So, eine Fackel wäre halt auch super, dass man vielleicht ein Bild was sieht von diesem grauslichen Viech. So, ich probiere es einfach nochmal. Ich überspringe das natürlich. Ja, man sieht nicht viel, ne? Komm schon. Man sieht halt echt nicht viel. Du hast wie... Bist du? Bla 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 bla. So, warum bist du da? In welchem Auftrag? Und genug der Worte. Und ich bin einmal weg, die. Weil uns bleibt da eigentlich nichts als wie die Flucht. Wobei man hier echt nicht so krass laufen kann, bei der Treppe hier. Und dann bilde ich mir ein, bekommen wir Verstärkung. Ich glaube, ich bin zumindest abgehauen letztes Mal. Es ist mir halt echt ein Rätsel, wo Xardas hin ist. Das ist schlecht. Die Klaue Belia kann ihm nicht verletzen. Oder habe ich mich getäuscht und es gibt doch keine Verstärkung? Naja, egal. Ich hatsch mal zurück zum Schiff. Das ist jetzt nämlich genau der Punkt, wo ich befürchtet habe, dass es so weit kommen wird. Und muss jetzt Stärke trainieren. Damit wir eben unser Erzdrachenschwert verwenden können. Die einzige Waffe, die dieses Viech Schaden zufügen kann. Offensichtlich. Also den hier. Das heißt, wir müssen 140 Stärke erreichen. Das wird nicht einfach. Und somit melde ich mich wieder, wenn wir auf dem Schiff sind. Also bis gleich. Herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Einen kurzen Zwischenstopp muss ich noch einlegen, denn ich habe tatsächlich etwas vergessen. Und zwar hier, diesen Raum hier. Der ist, wenn man darüber ging, ne, da wo der erste Schattenkrieger war mit den ganz vielen Skeletten, gibt es hier auch noch eine Tür. Die habe ich vergessen und das ist ganz, ganz schlecht gewesen. Denn hier sind einige Sachen versteckt, unter anderem auch ein Bett. Ne? Was brauche ich die ganze Zeit? Ein Bett. Todeshauch. Aha, das soll helfen. Naja, egal, wir looten das alles mal. So. Dann haben wir hier auch einen tollen Alchemietisch. Wir haben ein Rezept, einen Trank, ein Tagebuch. Okay. Spruchrolle, einen Trank. Eine Buchkommode, die sich wahrscheinlich nichts bringen wird. Ja. Verdammt.
Verdammt, jetzt ist die Klaue Belia nutzlos. Und ein Berserker-Dings, Berserker-Axt haben wir hier und ein Bettchen zum Schlafen, was ich mal kurz nutzen werde, damit es hell wird. Ah, natürlich, aber nur bis zum Tag. So. Fein. Dann schauen wir mal kurz, was ist denn das für ein Rezeptelein? Befehl, Rezept, ist es das? Tatsächlich, da ist was eingetragen. Ich habe eine sehr alte Kunst ins Leben zurückgerufen können. Ich fürchte, dass Feotarum von meinen Ergebnissen nicht sehr erfreut wäre. Es hieße schlicht und ergreifend, dass ich seine gesamte Brut in meinem Labor zu einem Trank verarbeiten müsste. Wenn er nicht ständig auf seinen Eiern sitzen würde, wie ein Huhn, hätte ich es schon längst ausprobiert. Aber vor seinem Odem habe ich doch noch ein wenig Respekt. Empala Figasto. 10 Dracheneier, eine zerriebene schwarze Perle und eine Prise Schwefel. Die Emulsion wird zum Kochen gebracht und anschließend unter ständigem Rühren durch den Destillator getrieben. Das Elixier ist mit Vorsicht zu verwenden, es hat schwere Nachwirkungen. Der gesamte Mana-Haushalt wird durcheinander geraten. Ja, das wäre wurscht, wenn es uns was hilft, aber das ist scheinbar wieder so ein Upgrade für ein Magierlein, ne? Schauen wir mal, ob wir es herstellen können. Das Auge Innos wieder aufladen, habe ich das gar nicht gemacht. Zu wenig Rohstoffe. Müsste aber eigentlich passen, oder? Ach so, hoppla. Ich habe sie eingesetzt, ne? Ich habe ja... wir haben ja den Drachenforschern angequatscht. Also, Drachen. Dracheneitrunk. Trank hergestellt. Fein. Was können wir noch machen? Mana, spezielle Tränke. Spezielle Tränke. Das hier, ne? Das werden wir jetzt in Hülle und Fülle wahrscheinlich brauchen. Ich will nochmal zurückgehen. Ich will nochmal kurz den Trank durchlesen. Da stehen jetzt sicher mehr Infos. Ach, warte, das Tagebuch, ne? Verstaubtes Buch. Da war irgendwo ein Tagebuch. Cornelius? Wie bitte? Cornelius? Wenn Larius so weitermacht, werde ich mich nach einer anderen Stelle umsehen. Heute Nacht ist mir etwas Seltsames passiert. Einer dieser Männer in schwarzen Kapuzenmänteln, von denen man... Ach so, das ist nur sowas, ne? Lebensabend garantieren, so habe ich... Ach so, das war der Eintrag, den haben wir schon gelesen. Nee, da war ja irgendwie... Dann wird es das sein, das verstaubte Buch, ne? Ich bin mir jetzt sicher, dass es sich bei diesem Bauwerk um die Hallen von Irdorath handelt. Sie befinden sich augenblicklich auf einer Insel, nicht weit vor Corinis Hafen. Belias Interesse an der Erzmine wird immer offenkundiger. Es wird einen Krieg geben, einen Krieg um das Schicksal der Welt. Ich scheine der Einzige zu sein, der die Vorzeichen deuten kann. Um mich herum scheint sie jeder zu ignorieren. Es wird der eine kommen und mit seinem Erscheinen hat der Krieg begonnen. Dieser Krieg ist so alt wie die Zeit, aber es scheint sich eine Entscheidung. Und ich werde nicht tatenlos zusehen, wie andere das Geschick der Welt in ihren Händen nehmen. Ich habe die alten Schriften studiert und Anleitungen gefunden, wie man die sagenumwobene Waffe der alten Drachenherren herstellen kann. Ja, ich höre. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, wo man die Zutaten herbekommen soll. Zur Sicherheit habe ich das Rezept im Almanach niedergelegt. Wer von uns kann schon sagen, was die Zukunft uns bringen mag? Vielleicht ja sogar Drachen. Im Almanach. Aha, aha. Dann ist da noch was. Befehle, Steckbrief, Rezept, Passierschein. Wo ist denn das hin? Ah, da ist ein Tagebuch. Wartet mal. Ich warte jetzt schon geschlagene 38 Tage auf meine Einberufung. Ich glaube schon nicht mehr daran, dass sie mich aufnehmen werden. Ich habe doch schon alles getan, was sie mir aufgetragen haben. Alles habe ich ihnen hinterhergetragen.
Der Schlüsselmeister hat mich angewiesen, die Gitter zu versiegeln. Ich bin bis heute noch nicht dazu gekommen. Ha, danke dir. Wenn das so weitergeht, wird es noch jemand schaffen, einfach so durch das Tor zu marschieren. Nur zu blöde, dass ich mir die Kombination nicht merken kann. Ich wäre schon längst einmal heimlich in den großen Hallen gewesen. Ich kann es kaum erwarten, den Meister zu sehen, ob sie mich zu ihm lassen, wenn ich erst einmal zu ihnen gehöre. Habe gestern mein Glück versucht, bin aber schon an den zwei Hebelkammern gescheitert, bevor ich die drei Schalter des Westflügels in der richtigen Reihenfolge drücken konnte. Der Hund hat die Kammer abgeschlossen. Morgen werde ich versuchen, ihm den Schlüssel abzunehmen. Ja. Hat ja nicht sonderlich gut funktioniert, ne? Ist denn hier noch irgendwas? Tagebuch Cornelius, Hallendingens, Notiz, Nachricht, Novize, Rezept. Nö, das scheint dann schon gewesen zu sein, ne? Eine bessere Waffe, Almanach und so. Na, das müsste dann schon passen, was wir da haben, ne? Das ist ja das Rezept gewesen mit der Drachenklinge da, ne? Passt. Also ich schneide das jetzt wieder. Wir hören uns dann gleich wieder. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt wieder auf dem Schiff und ich werde auch ein bisschen mit den Leuten quatschen. Vielleicht hätte doch jemand Bock mitzukommen. Ich brauche deinen Rat. Ich brauche deinen Rat. Komm erst zu mir, wenn du ein Problem hast, das ich mit meiner Erfahrung lösen kann. Ach ja, es wäre besser, wenn du nicht alles, was hier rumkriecht, aufs Schiff lockst. Der Angriff der Orks war hoffentlich das Letzte, was ich hier abwehren musste. Okay, vergiss es. Vielleicht kannst du uns noch was helfen? Nö. Ja, das will man dann alleine schaffen, fürchte ich, ne? Hi, Gorn. Alles im Lot. Training. Was kannst du uns eigentlich beibringen? Ich brauche Training. Schaden kann's nicht. Zweihand. Okay, passt. Gut. Nee, dann hilft das alles nichts, ne? Wir brauchen unbedingt Stärke. Also wir müssen 140 Stärke erreichen. Dazu werde ich jetzt auch gleich mal... Ach, wo war das? Schnell das Alchemie-Dingens. Ich bin da, glaube ich, jetzt eh verkehrt, ne? Nein, das war andere Seite. Das war schon da. Da, glaube ich. Gut, wir werden halt schon mal anfangen mit Tränke brauen, ne? Stärketränke. Halt, darüber. Und Vatras, bitte. Hey. Du musst meine Besessenheit da heilen, bitte. Hilf mir, ich bin besessen. Nimm diesen Trank der Erlösung. Ah, okay. Pyroka hat mir auf mein Geheiß einige der heilenden Elixiere mitgegeben. Okay. Denke immer daran. Meine Möglichkeiten, dir die Albträume zu nehmen, sind sehr begrenzt. Ich danke dir. So, da haben wir eh noch einen. Dann werden wir den gleich einsetzen, würde ich sagen. Unseren eigenen, den wir noch vom Bürokar haben. Also dasselbe, passt. Du fühlst dich erlöst, schön. Hui. Um Rat fragen können wir dich nicht, ne? Nein. Dann werden wir ganz einfach mit Alchemie beginnen. Uns bleibt ja doch nichts anderes übrig. Drachen-Eitrunk, der hat jetzt nicht... Doch, der muss schon gepasst haben. Spezielle Tränke brauen. Wir brauchen Stärketränke. Ich mache gleich mal alle, die wir hier haben. Wobei, das könnte ich jetzt auch überspringen, ne? Da es ja ewig dauert. Ich werde das auch machen. Ich überspringe das mal, dann sparen wir noch ein bisschen Zeit. Also, wir hören uns dann gleich wieder. Hallöchen, ihr Lieben. Ich habe mir schon mal erlaubt, zu Torloff zu gehen, denn für den Fall, dass wir zu wenig Stärke haben, was sein wird, dass wir wenigstens dann, ja, dass wir dann hier wenigstens noch ein bisschen trainieren können. Wir haben ja viele Erfahrungspunkte, das wird dann schon hoffentlich klappen. So, fürs Erste werden wir jetzt mal, ich werde auch ein bisschen Überlänge machen müssen, tut mir leid. Ich werde jetzt mal schauen. Wie viel Stärke haben wir? Wir haben 86 Stärke. Das heißt, wir trinken auf euer Wohl, saufen da jetzt insgesamt 9 Stärketränke weg. Ja, es ist so. Wir haben keine Drachenwurzel mehr, somit
geht auch kein Stärketrank mehr zum Brauen. Kronstöckel hätten wir noch, aber naja, vielleicht können wir Lebenselixiere brauen oder so, ne? So, wir haben jetzt da 113. Das ist auf jeden Fall zu wenig. Wenn ich jetzt da, angenommen, ich bin größenwahnsinnig, ne? Ich meine, die Ringe können wir behalten, aber den Gürtel durchweg. Nehmt dafür den Stärkegürtel. Für den Halsschmuck nehme ich auch, da gibt es ja auch was mit Stärke. Hier, nicht viel, aber immerhin. Dann schauen wir jetzt nach. Wir haben jetzt 127 Stärke, das ist nicht mehr viel. Wir haben aber auch 124 Lernpunkte, das ist sehr wenig. Ich fürchte, ich komme nicht hin. Ich fürchte, ich komme nicht hin. Ich habe auch noch einen Ring, der Stärke gibt. Schutz vor Feuer. Haben wir noch irgendwie was Stärke-Ring-mäßiges? Nein. Was ist das eigentlich jetzt für ein Trank? Dieses komische Gesöff. Wo ist der eigentlich? Tränen Innos. Da haben wir wieder Empater Figasto. Wirkung unbekannt. Es ist ein Mana-Trank. Das ist schon blöd. Also nichts, was uns stärken würde. Weißt was? Ich mach da jetzt einen Reservespielstand. Nur mal so zum Spaß. Und ich schaue mir das an. Was kann das? Stärke plus 15 ist supi. Ich freue mich. Wir haben genug. Wir haben genügend Stärke. Wir haben genügend Stärke. Ich darf jetzt sogar den Ring ausziehen. Den da. Den brauche ich nicht und darf ihn zum Feuerschutz nehmen. Wir können sogar noch ein paar Lernpunkte opfern. Das machen wir auch. Fähigkeiten verbessern. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Geht sich das jetzt echt aus? Stärke mit 25 Punkten. Boah. Kommt euch da auch gerade ein Gedanke? Kommt euch da gerade auch dasselbe Gedanke wie mir? Sollte ich vielleicht zuvor... wozu soll ich denn die Erfahrungspunkte? Warte mal. 10 Punkte habe ich jetzt nochmal mitgenommen. Die hätte ich gar nicht so jetzt nützen müssen. Ist ja wurscht. Und Feuerschutz. So. Das müsste jetzt passen. 42. Was haben wir jetzt da oben noch ausgerüstet? Nochmal 4. Also einmal noch. Boah, das ist schon teuer. Warte mal. Wo habe ich denn das letzte Mal. Laden. Wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Auweia, das war da. Ha. Da habe ich jetzt blöderweise nicht so gespeichert, wie ich es gerne gehabt hätte. Wie viel haben wir jetzt noch Punkte? 74. Ist ja wurscht. Fähigkeiten. Ich will. Einmal noch Stärke. So. Und einmal da noch. Das müsste jetzt passen. Hoffe ich jetzt mal zurück. Dass ich mich jetzt nicht vertan. Ich glaube, ich habe mich vertan. Ist ja wurscht. Ist ja egal. Warte mal. Schutz vor Feuer. Das da. Wir haben 4 Stärke zu viel. Einhand. Wer konnte mir schnell Einhand beibringen? War das jetzt Lester? Lares, meine ich. Ich glaube, Lares konnte das. Schauen wir mal kurz. Warum erfahre ich Lares. Das hätte ich dir vorher gesagt. Fähigkeiten beibringen. Kein. Einhand. Da könnte ich noch was rausholen. Ich mache jetzt nochmal Überlänge. Ich weiß, aber da hole ich jetzt mehr raus, als wir... vielleicht brauchen. Wartet mal, wir hören uns gleich wieder, oder? Oder wartet. Ich mache das im nächsten Part.
Ja, da jetzt ein Eta-Endkampf uns bevorsteht, mache ich das im nächsten Part. Ich beende diesen hier. Ich optimiere noch einmal schnell unsere Stärke. Das geht wunderbar. Und werde dann, wenn wir die Stärke haben, schnell die Waffe ausrüsten. Und dann mache ich mich auf den Weg wieder zum Endgegner. Dann würde ich sagen, oder sollen wir alles fix fertig machen? Wie viel habe ich denn schon überzogen? Das sind es jetzt auch schon wieder 3 Minuten. Wisst was? Ihr habt die Schritte jetzt eh gesehen. Wir beenden das Ganze. Wir machen das heute fertig, wenn es funktioniert. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal die Stärke optimieren, dass wir ganz viele Erfahrungspunkte uns noch behalten können. Werde dann noch ein bisschen Einhand trainieren, was Platz hat, und die restlichen Kronstöckel werden wir in lebenssteigernde Tränke investieren. Also wir hören uns gleich wieder.